Ja, hallo ihr Lieben, der Ralf von Living to Go und herzlich willkommen zu meinem Stellplatzbericht. Erdbeben. Da kommt der Gefahren. Oder da. Und dann ist hier die Einfahrt. Das ist ein 24-Stunden-Einlass, vollautomatisch, alles per Automat. Also absolut kein Problem. Eines der Highlights ist sicherlich der gegenüberliegende Sparmarkt. Allerdings ist der nicht so preiswert und hat auch nur begrenzte Auswahl. Aber Wasser, Milch, Bier, Wein, das Nötigste kriegt er also da. Ja, so sieht der Platz aus. Warte, ich zeige euch den mal. Da sind also 120 Plätze. Sehr, sehr groß. Was mir persönlich gefällt, ist aber nicht so, so ein Platz neben dem anderen, sondern die sind alle so ein bisschen verschachtelt. Ne? Sehr, sehr große Plätze, kann man sagen. Und ich mag es, wenn es so ein bisschen durcheinander ist. Hier unten ist auch gleich die Stellplatzordnung. Also wer sich noch bücken kann, kann die sich hier mal anlesen. Ja, gleich am Eingang hier rechts ist dann der Mülltonnenbereich, Notfallnummern, und hier kann man sich wohl auch die Post hinschicken lassen. Das wäre also kein Problem. Ja, die Rezeption hat immer zu. Hier nochmal ein großer Plan von dem Stellplatz. Ja, da seht ihr schon, das ist nicht so uniform hier. Ne? Ja, dann checkt er hier ein am Automaten. Sehr schön, ist deutschsprachig. Ne, ihr wählt also hier Sprache und dann klicken Sie hier. So, und dann müsst ihr hier Plus machen. Also bei einmal Plus habt ihr nur vier Stunden. Da kostet er nur 4,50 Euro. Zweimal draufdrücken, 24 Stunden. Dreimal draufdrücken und so wachs und so weiter. Und dann könnt ihr hier die Anzahl der Personen eingeben. EC-Karte rein. PIN eingeben und dann kommt so ein Ticket raus. Das sieht dann so aus. Na, und dann könnt ihr das da drüben, warte, zeige ich euch, na, könnt ihr das da drüben dran halten und dann geht die Schranke auf. Ja, und dann ratet mal, wenn ihr wieder rausfahrt, kommt ihr nie drauf. Dann müsst ihr genau dieses Ticket halt hier wieder dran halten. Und wenn ihr nicht überzogen habt, dann geht auch die Schranke auf. Und wenn ihr überzogen habt, müsst ihr halt nachlöhnen. Na, alles immer so mit Hecken abgezäunt. Schaut mal, wie groß der Platz ist. Also, das macht schon Spaß, hier zu stehen. Natürlich alles Bäume. Habt ihr eine Satellitenschüssel, müsst ihr natürlich gucken, einen Platz zu finden, wo keine Bäume sind. Aber das wisst ihr ja, mit LTE, WLAN, Router habt ihr da keine Sorgen. Es gibt halt zwei Sanitärgebäude. Hier ist das eine. Ja, da kann man auch seinen Spülkram erledigen. Und dann kann man hier auch duschen und auf Toilette gehen. Das ist allerdings im, ich sag mal, französischen Style. Ja. Moment, hier ist dunkel, gehen wir mal hier, wo das Licht ist. Ja, ist schon sehr, ja, schon ein bisschen länger in Benutzung. Muss man mögen. Gibt auch die Möglichkeit, seine Wäsche aufzuhängen. Ja, hier nochmal so ein Platz. Also hat mehr, ein bisschen mehr was vom Campingplatz als vom Stellplatz. Ist sehr, sehr ruhig hier nachts. Und der Weg zum Wasser ist auch nur ein paar Minuten zu Fuß. Aber natürlich kann man hier auch wunderbar mit dem Fahrrad fahren. Keine Frage. Viele der Plätze sind total gerade. Ne? Manche braucht aber auch einen Keil. Und weil wir hier gerade sind, so sieht die Stromsäule aus.
Der Preis ist ja inklusive Strom, Fähr und Entsorgung. Und die Duschen kosten auch nicht extra. Ja, hier stehe ich sozusagen am Ende des Platzes. War super voll, als ich gekommen bin. Mittlerweile hat sich jetzt wieder ein bisschen geleert. Da hinten ist ja so eine Mauer und dahinter ist eine Straße. Also manchmal hört man da so ein Auto fahren. Ne? Wahrscheinlich Jugendliche, die auch schon mal Motor aufheulen lassen. Also war jetzt nicht schlimm, aber wenn ihr da ein bisschen empfindlich seid, dann ist vielleicht besser, so mitten im Platz zu parken, zu übernachten, wenn er da einen findet. Ja, für 18,40 Euro für, ich glaube, zwei Personen, eine Nacht, ja, inklusive, also all in, ist der Platz schon am oberen Preislevel. Aber er ist auch sehr gut. Alles sauber, gepflegt, also da kann man nicht meckern. Ja, hier nochmal den Eindruck eines freien Platzes. Also ist echt groß. Also selbst mit einem Liner hat man hier noch Platz für die Zelte, für die Kiddies. Die stören ja nur im Wohnmobil. Ja, da vorne ist die Einfahrt, ne? Und hier ist gleich der Fähr- und Entsorgungsplatz. Sehr löblich, sehr groß. Kann man auch zu zweit hier entleeren. Muss also nicht auf den einen warten, der vielleicht ein bisschen unbeholfen ist, länger braucht. Ihr kennt das. Sehr löblich, die breite, also breite und lange Abwasserrinne. Da trifft hier jeder. Ne? Auch konisch so zugearbeitet. Da muss man nicht ganz so genau treffen. Dann kann man hier natürlich, kann man seine Toilette entsorgen und natürlich auch sein Frischwasser tanken. Frischwasser ist allerdings mit Buzzer. Ne? Das heißt, ihr müsst da schon häufig mal drücken. Ich habe jetzt hier kein Wasser gezapft, aber vorstellbar 100 Liter 10 mal drücken, vielleicht auch 20 mal, ne? 5 Liter, 10 Liter. Ich weiß es nicht, aber damit kann man leben. Ja, hier nochmal so einen kleinen Rundblick. Na, hier direkt an der Abwasserentsorgung würde ich vielleicht nicht stehen wollen, aber man muss ja auch nehmen, was frei ist. Aber hier kann man auch jederzeit den Platz wieder wechseln. Ne? Also wenn dann ist ja keine Platzreservierung, außer ja, da steht einer und fährt nur mal kurz weg. Ne? Hat er seinen Platz dann reserviert, aber so vom Prinzip her gibt es keine Platzreservierung. Könnte also jederzeit tauschen. Ja, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, bin allerdings bei dem schlechten Wetter nicht aus dem Rumi gekommen. Das war aber nicht schlimm. Ich hatte so viel Videos zu schneiden und solche Dinge zu machen. Ich habe mich wohl gefühlt. Wir sind überwiegend Franzosen zu der Zeit, wo ich hier bin. Aber alle freundlich, alle nett. Also da gibt's nichts zu meckern. Ich habe überhaupt jetzt im Moment im Oktober 2022 sehr wenig Deutsche hier gesehen. Ich kann mir vorstellen, also jetzt nächste Woche fangen die Herbstferien an für die Franzosen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Platz dann sehr schnell überlaufen ist. Also eine Garantie, hier zu übernachten, gibt es sicherlich nicht. Ich wünsche euch wie immer einen schrottfreien Flug. Wo immer ihr auch seid, eine tolle Übernachtung. Bis dann. Tschüss.